Bis jetzt kommen die Kunden zu Ihnen ins Geschäft. Sie haben ein großes Geschäft an der Maximilianstraße. Und das ist ja nicht, sagen wir mal, jetzt ganz billig. Ja, also ich habe mal vorbeigesehen, glaube ich, ein Jackett gesehen, das war reduziert von 11 auf 8.000. Auf 8.000. Wenn ich mich recht erinnere. Also das ist ein Irrtum gewesen. Es hat immer 8.000 Mark gekostet und keine 11.000. Aber es gibt für 11.000 Mark auch Sakkos. Es kommt ja darauf an, was für ein Material das ist. Ich meine, es gibt ja wertvolle Kaschmirmaterialien, wo das Mieder schon ein paar tausend Mark kostet. Es gibt Kaschmir und Kaschmir. Es gibt auch ein Vigunia-Lamm zum Beispiel aus Peru, was früher nur für die Könige der Inkas bestimmt war. Gibt es ja keinen Ärger mit dem Artenschutz? Natürlich gibt es Ärger mit dem Artenschutz. Das gibt es mit Schlangen und mit Leder, aber am Schluss auch. Ich meine, dann dürften Sie auch kein Leder mehr tragen. Und Lederschuhe und Lederjacken tragen wir doch auch gerne. Ihre Haare sind sicher das Exzentrischste an Ihnen. Finden Sie? Glaube ich schon. Also das ist ja. Aber das sind doch Ihre auch, oder nicht? Ja. Meine sind halt ein bisschen geordneter. Das ist richtig. Aber bei mir ist es ja nun. Bei mir ist ja nun doch eher der Durchschnittshaarschnitt ohne besonderen Aufwand. Ihre sehen ja doch aus, als ob Sie erstens sehr pflegebedürftig und auch eigentlich speziell kreiert sind. Ist das so? Also pflegebedürftig schon, da stehe ich schon da und föhne und habe viel Arbeit damit. Ich gestehe auch, dass ich eitel bin. Ich finde keine Schande, wenn man eitel ist. Ich finde es eine Schande, wenn man nicht eitel ist und ungepflegt ist. Aber für mich haben Sie sich heute die Haare auch ein bisschen geföhnt, sonst hängen die oft so zotzig da runter. Nein, ich habe sie ein bisschen durchstufen lassen. Ja. Steht Ihnen aber gut, sehr gut. Haben und sie das gut Graue, gemacht. Ist das bei Ihnen noch Natur oder ist das schon eine leichte Spülung mit reingewaschen? Ab und zu. Es ist ja doch auf die Brille abgestimmt. Ab und zu wird gespült auf die Brille. Jetzt mal, ich sehe alles mit der rosa Brille. Lassen Sie mich mal, ich sehe nämlich nicht so gut. Lassen Sie mich mal die echte aufsetzen, damit ich sie anschauen kann, wie sie aussehen. Ach, so sehen Sie aus. Ein Schock für Sie? Jetzt, nein, überhaupt. Ich bin eigentlich überrascht. Ich habe es immer nur mit der rosa Brille gesehen. Aber jetzt bin ich informiert. Wunderbar. Sind das auch geschliffene Gläser? Das nicht, nein. Rosa Brille. Also wie ist das? Brauchen die Haare viel Aufwand morgens? Wie lange brauchen sie zum Frisieren? Na ja, so 15 Minuten brauche ich ungefähr. Orientiert am Vorbild Ludwig II. Von Bayern? Ja, also das sagt man immer. Wobei ich natürlich ein gerne Bayer bin und auch eine bayerische Mentalität habe. Ich glaube, das ist ja unverkennbar. Man sieht schon ein bisschen. Und vor lauter Mentalität habe ich auch in München das bayerische Restaurant. Die Hundskugel ist das älteste Haus von München, das älteste Restaurant. Und bin ich ganz stolz. Man sagt immer, ich habe eine Verbindung zum König Ludwig II. Er ist ja geendet, indem er ins Wasser ging, wenn ich richtig informiert bin. Ja, deshalb mache ich einen großen Bogen und im Starnberger See da. Habe ich ein bisschen Angst davor. Aber nein, eigentlich mag ich lieber den Ludwig XIV. Den Sonnenkönig. Den Sonnenkönig. Das war ja das Original. Eigentlich ist der Ludwig II, so lieb wir ihn natürlich in Bayern haben, aber hat natürlich auch viel kopiert von Haben Sie Personal zu Hause? Habe ich auch, ja. Haben Sie auch Personal? Nein, ich bin selber leider. Selber? Ja. Oh, okay. Nein, also ich habe einen Butler und habe einen Koch zu Hause und habe Menschen, die sich emsig um mich bemühen. Ja. Und das genieße ich auch, muss ich sagen. Ich meine, das kann ich mir vielleicht auch leisten, weil ich keine Familie habe. Wenn ich jetzt Frau und drei Kinder hätte, dann würde das vielleicht wieder ein bisschen anders ausschauen. Nicht? Wann beginnt Ihr Arbeitstag morgens? Um 6 Uhr. Ich stehe gern um 6 Uhr auf. Das ist der einzige Moment, wo ich Ruhe habe. Wo kein Telefon läutet, noch kein Personal um mich herum saust. Und habe ich eigentlich den Moment, wo ich für mich habe, wo ich auch einmal schwierige Aufträge und Kreationen, die ich habe, wo ich halt einmal dann erledigen kann. Wer gehört zu Ihrer Kundschaft? Sind ja sicher viele prominente Opernsänger. Eigentlich haben wir die von der ganzen Welt, ob das der Arnold Schwarzenegger ist oder ob das José Carreras ist oder ob das Alfonso von Hohenlohe ist. Wenn zum Beispiel José Carreras etwas Neues von Ihnen möchte, kommt er in den Laden oder gehen Sie da ins Hotel? Nein, der kommt in den Laden. Da steht also José Carreras bei Ihnen im Hotel und im Laden und Sie nehmen Maß. Nehme ich Maß, genau. Und hat der spezielle Wünsche? Oder? Also nicht nur der. Sondern es kommen Leute ja von der ganzen Welt. Immerhin muss man es mal, ich glaube, auch schaffen, nach 30 Jahren habe ich mein Geschäft, muss man es ja schaffen, dass man mal die Menschen nach fasziniert und nach München bringt. Immerhin habe ich ja eine Konkurrenz in der ganzen Welt. Meine Kunden, die bei mir kaufen können, bewegen sich ja überall. Das muss man sich mal Sie haben zum Beispiel einen Konkurrent von Ihnen, ist zum Beispiel ein Mann wie Job, der ja nur noch in New York kreativ sein kann und Deutschland sehr große Schwierigkeiten hat, überhaupt sein kreatives Potenzial auszuschätzen. Besteht die Gefahr bei Ihnen auch, dass Sie sich verlagern in die Staaten oder
bleiben sehen möchte? Also da habe ich viele Angebote immer schon gehabt, all die Jahre, und hätte das machen können. Wir machen einen Export nach Amerika, wir machen eine Produktion, die wir in Mailand haben, und das liefern wir nach Amerika. Aber unser Geschäft haben wir nur speziell in München. Und das ist auch sehr wichtig, weil der Kunde dann persönlich betreut wird und diese Filialbetriebe eigentlich nie was bringen, weil es an Persönlichkeit verliert. Wie oft am Tag ziehen Sie sich um? 3 bis 4 Mal. Und einfach, um immer frisch zu sein, oder auch, weil Sie sagen, ich bin in einer anderen Stimmung? Oder Nein, natürlich, wenn man abends weggeht, ist klar. Ich bin ein Arbeiter. Also ich arbeite gerne, mag also wenig Urlaub machen, habe Freude mit dem Arbeiten. Und ich meine, wenn Sie viel arbeiten, sind Sie auch einmal verschwitzt. Und da fühlen sich doch viel besser, wenn Sie am Tag Ihr Hemd 2 oder 3 Mal wechseln. Aber es ist immer derselbe Stil, ja? Oder gibt es auch Mooshammer in Jeans und Sweatshirt? Nein, das habe ich nicht. Also ich schaue eigentlich immer so aus wie jetzt. Und das eigentlich nur, wenn Sie einen ganzen Tag mit Farben zu tun haben und mit Design und im Design leben, dann ist doch ganz klar, dass Sie einen schwarzen Anzug ist für Sie eine Erholung. Sie sind ja auch das eigene Aushängeschild im Grunde Ihres Ladens. Ja? Ja, das bin ich nicht, weil ich eigentlich ganz andere Produkte verkaufe, als was ich mir verkaufe, natürlich dunkle Anzüge, aber von denen allein könnte ich doch nicht leben. Wovon leben Sie? Also von extravaganten Sachen, von schönen Materialien, von schönen Schnitten und von, was sehr wichtig ist, dass man erkennt und den Kunden psychologisch betreut. Also das heißt, ihm sagt, du bist zwar klein, dick und hässlich, aber mit diesem... Also das reizt mich am meisten. Also die Schönheit anzuziehen ist ja kein Kunststück. Ja. Sondern schön ist es auch, Menschen anzuziehen, die von Schönheit nicht so geplagt sind und die dann gut wirken und die dann Erfolge haben und die sich dann psychisch auch besser fühlen und Wirtschaftserfolge haben. Das ist doch wichtig. Es klingelt bei Ihnen. Nein, das war nur... Ein Unterbrecher. Aber Moment mal. Schmidt? Hallo, hier ist der Markus aus Hattingen. Hallo? Ich würde den Modezaren viel lieber anders sehen. Ihm fallen 2 Haare ins Gesicht. Das eine Haar müsste links sein, das andere rechts. Dann wäre er perfekt gemacht. Wollen Sie mit ihm selber sprechen? Wollen Sie mit ihm selber sprechen? Ein Zuschauer aus Hattingen. Wollen Sie mit ihm selber sprechen? Nein. Nö, das muss nicht sein. Aber die Brille ist geil. Die ist richtig schick, die ist peppig. Die wiegt so ein bisschen das konservative Element auf. Okay, danke schön. Bitte, tschüss. Ja. Ruf Zuschauer an. Toll, toll. Dieses Interesse, Fabian. Hallo? Lustig. Toll. Haben Sie noch mehr? Vielleicht kommen noch mehr. Warten wir doch ein bisschen. Nein. Vielleicht kommt noch Aufträge. Denken Sie auch dann, so ein eigenes Parfum rauszubringen, wie es ja viele machen? Habe ich schon. Haben Sie schon? Heißt Mooshammer, Carnaval de Venise, und gibt es 4 Duftrichtungen. Und habe ich schon seit vielen Jahren gemacht. Ja. Unser erster Name war ja Carnaval de Venise. Ich habe angefangen ja, wie gesagt, vor 30 Jahren. Stimmt es eigentlich, dass Sie gar keine Ausbildung haben als Schneider? Überhaupt nicht, nein. Haben Sie nicht? Ich bin ein Designer und habe die Ausbildung als Designer, aber nicht als Schneider. Und man sagt immer, Schneider, ich möchte gar kein Schneider sein, sondern ich bin ein regelrechter Designer. Ja. Der das Ganze mehr vom Kreativen her sieht? Genau. Und wer sich bei Ihnen einkleidet, der muss sich auch leisten können. Ja, das ist, Sie stehen zum Luxus, ne? Ich stehe zum Luxus. Leisten können, das ist auch ein Selbstwertgefühl, finde ich, nicht? Also ja. Es ist ja, Menschen, die bei mir einkaufen, die haben es einmal zuerst sich erarbeiten müssen. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man sich erarbeitet hat und sich etwas leisten kann. Ich glaube, das geht ja jedem von uns so. Absolut. Pläne für die Zukunft, Reisen? Urlaub habe ich keinen und will auch keinen machen, weil ich mich schlecht fühle in Urlaub. Ich brauche die Droge einfach von der Arbeit und brauche den Power. Ich glaube, das geht Ihnen aus. Das sind ja auch ein Erfolgsmensch und ein Fleißiger. Und das brauchen ja doch, das muss man mal sagen, egal, wenn ich eine Sendung auch bisher nie angeschaut habe. Jetzt das letzte Mal habe ich es angeschaut, weil ich einmal da eingeladen worden bin. Aber ich meine, erfolgreich sind Sie doch und das ist doch eine Droge eigentlich und ein schönes Gefühl. Und das brauche ich und dadurch, die vermisse ich, wenn ich Urlaub mache. Und dadurch gehe ich eigentlich nicht in Urlaub. Herr Mooshammer, vielen Dank. Entschuldige mich für die leichte optische Störung am Anfang. Also, ich habe Ihnen eine Krawatte mitgebracht, weil die Krawatten bisher waren eigentlich kreislich bei Ihnen, wie wir in Bayern sagen. Die heutige gefällt mir, deshalb hänge ich sie nicht um, aber die hänge ich Ihnen noch da rein. Das ist ich toll. Ich meine, zweimal gelb ist doch ganz schön. Ein schöner Ton, die Kirschen aus Nachbarsgarten, ein schönes Abschiedsgeschenk. Und Herr Schmidt, sind Sie doch ein bisschen netter zu dem Feuerstein. Ich meine, ich habe es in der Bunten gelesen, ganz Deutschland leidet ja mit ihm, wissen Sie. Und wirklich wahr. Also,
Lieber, Sie müssen netter sein. Der wird Ihnen ja abgeworben. Wissen Sie was? Ich meine, ich schreibe ja auch ein Buch. Mein nächstes Buch heißt Meine Mama Else. Eins habe ich schon geschrieben. Das heißt, nicht nur Kleider machen, Leute. Ein Autor. Ich meine, wir können mal drüber reden. Wenn er nicht nett zu Ihnen ist, dann werde ich Sie abwerben. Herr Boshammer, Sie lesen Bunte? Ich lese immer die Bunte, das ist doch klar. Vielen Dank. Ja, alles Gute. Alles Gute. Schön. Ciao. Rudolf Boshammer.